Donnerstagabend, Derbyzeit im SAP-Garten. Red Bull München gegen die Nürnberg Ice Tigers. Und München mit einem neuen Gesicht im Aufgebot. Will Butcher, 280 NHL-Spiele hat er gemacht, zuletzt in der KHL in Astana. Nürnberg dagegen defensiv arg dezimiert mit dem zusätzlichen Ausfall von Julius Kara, fehlte Mitch O'Keefe, ein weiterer Verteidiger. München zuletzt mit 3 Siegen in Folge. Die Namen, den Schwung aus den letzten Partien mit. Hier der Pass von Abelshauser für Eisenschmidt. Und dann geht's schnell. Und Elitz macht das 1:0. 12. Spielminute. Der 10. Saisontreffer von Yasin Elitz an 2 Verteidigern vorbei. Inklusive Niklas Treutle. Die Führung mal wieder für die Red Bulls aus München. Und sie blieben am Drücker dank eines Powerplays. Wir sind in der 15. Spielminute und dann kommt Hirose und er legt nach. Das 2:0 aus dem Handgelenk. Taro Hirose mit seinem 8. Saisontreffer wartet, zieht den Puck vorbei an Markus Weber und dann geht's hoch über die Schulter bei Niklas Treutle. Powerplay auf der anderen Seite mit McKenna, Hedrick, dann kommt Evan Barrett, DEL-Topscorer, der findet die Lücke und McKenna unwiderstehlich. 17. Minute, der Anschlusstreffer. Saisontor Nummer 9, ein Powerplay aus einem Guss. Und McKenna guckt sich Niederberger aus zum 2:1 Pausenstand. Das Ganze vor knapp 8.500 Fans im SAP-Garten. Rein ins zweite Drittel. Nürnberg nun deutlich aktiver, mehr Zeit in der offensiven Zone, ließ die Scheibe laufen und dann ein Kunstschuss von Will Graber zum Ausgleich. Keine 2 Minuten vorbei im Mittelabschnitt. Justus Böttner, dann springt die Scheibe hoch und in Baseball-Manier aus der Luft vorbei am Münchner Goalie. 6. Saisontreffer vom Neuzugang, der aus Finnland kam. Hat Max Kaltenhauser nicht gefallen, dieses zweite Drittel. Da gab es deutliche Worte, denn seine Mannschaft kam raus wie die Feuerwehr, machte viel Druck. Aber dann Cole Meyer im Backcheck, erarbeitet sich die Scheibe, sieht Charlie Gerard und vorne wieder Meyer. Die Führung für Nürnberg, Spiel gedreht. 3:2 für den Gast, weil Meyer hier unwiderstehlich nacharbeitet. Ryan Stoa die Scheibe nach vorne arbeitet. Und dann ist es einfach nur gut gemacht. München offen und zum ersten Mal im Rückstand. Ab diesem Zeitpunkt aber nur noch die Red Bulls im Vorwärtsgang. Mit Oswald, mit Heigl und mit Vareika. Der Ausgleich zum 3:3. Vareika war ins Line-Up rotiert. Andi Eder, er pausierte und er lieferte per Schlittschuh vorbei an Niklas Treutle zum Ausgleich. Und dann springen wir ans Drittelende. Zunächst ein Foul von Charlie Gerard. Ungeschickt. Dann kam Barrett mit dazu. Für den war das Spiel nach einer 10-Minuten-Strafe beendet. München 5-3. Die große Chance, den Deckel drauf zu machen. Und Patrick Hager in der Overtime bereits verfehlt er das leere Gehäuse nach diesem Sahnepass von Yasin Elitz. Nürnberg überstand diese Unterzahl und drückte ihrerseits wieder aufs Tempo mit McKenna. Und dann kommt Markus Weber und er feuert aus spitzem Winkel in den Giebel. Das 4:3, sein erster Saisontreffer und gleich ein wichtiges. Die Ice Tigers gewinnen in München, nehmen wichtige Punkte mit, gewinnen mal wieder in Overtime. Und jetzt hören wir die Stimmen zu diesem Derby. Ja, ich denke, es war eine sehr gute Teamleistung, wie du gesagt hast. Wir haben ja nicht über 60 Minuten ordentlich gespielt, haben versucht, nicht zu viel zuzulassen. Wenn wir es zugelassen haben, hat der Turtle unfassbar gehalten heute, hat ein Spiel gehalten am Schluss, vor allem in Unterzahl dann beim 5:3. Ja, I don't know. I thought we played a good game tonight. A lot of chances for us. Couldn't put them in. 40 shots after 60 minutes, I guess. Yeah, so that's what it comes down to. We didn't bury our opportunities. At the end of the day, I thought we played pretty well. So
Ja, Chris de Souza hadert am Ende mit der Chancenverwertung seines Teams. Ein gutes Spiel hat er gesehen, aber Nürnberg in Sachen Torchancenverwertung einfach effektiver und an diesem Abend ein Traumtor besser. Dank Markus Weber gibt es den 5. Auswärtssieg in dieser Saison. Live bei Magenta Sport.